Cadmill, Gwynblade, keine Schmerzen mehr. Wollte immer unter Bäumen sterben. Was ist geschehen, Cedric? Triss bat mich um Hilfe. Ich habe den Däune an der Tür getötet. Wir sind rein. Hab noch einen Däune getötet. Ich weiß. Wo ist Triss? Was ist passiert? Ein Hexer ist gekommen. Hat sich auf uns gestürzt. Ich wollte Triss verteidigen. Er war schnell. Zu schnell für mich. Er schlug Triss, ehe sie zaubern konnte. Wusste, wie man Zauberern beikommt. Sie musste das Megaskop anwerfen. Er wollte nach Edirn, zur Zwergensiedlung Wergen. Triss sagte, das sei Wahnsinn ohne Koordinaten. Er guckte sie nur an und befahl ihr, sich anzustrengen, weil sie zuerst gehen würde. Und er hinter ihr. Dann, ich weiß nichts mehr. Sie waren weg, als ich wieder erwachte. Ich wusste, dass ich sterbe. Der Wald rief nach mir. Warum, Cedric? Warum hast du dich da eingemischt? Und du? Es gibt Dinge, die man tun muss. Ich habe Visionen, wusstest du das? Darum habe ich gesoffen. Das half. Dieser Nebel, darin sah ich nichts mehr. Ruhig, Cedric. Aber jetzt ist der Nebel weg. Ich sehe klar. Du brauchst dein Gedächtnis zurück, damit du verstehst, wer die gekrönten Däune tötet und warum. Wie kann ich das schaffen? Geh nach Edirn. An einen Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen. Und du erinnerst dich. Was geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Wafail, Gwynblade. Lebt wohl. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Rosh sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoyatel haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Oh mein Gott. Und jetzt können wir uns natürlich entscheiden hier und dabei nochmal gesagt, herzlich willkommen hier bei The Witcher 2. An einem Scheideweg kann man schon fast sagen. Aber was will Rosh, der Agent von König Foltest? Was hat Rosh vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Und Skoyatel? Worum geht's den Skoyatel, Sultan? Sie wollen Jovet und die anderen befreien. Da ist ein Typ gefragt. Seit wann hältst du es mit den Skoyatel? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Die Skoyatel trauen dir nicht. Mir übrigens auch nicht. Aber das kannst du ändern. Vielleicht. Ich rede mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Rosh oder die Skoyatel ausnahmsweise mal als nützlich. Wettlauf mit der Zeit abgeschlossen. Beziehungsweise neue Questphase, kann man schon sagen. Aha, es hat sich also doch aktualisiert. Ah, es ist sogar echt abgeschlossen, ich mein doch. Am Scheideweg, Venon Rosh. Sprich mit Venon Rosh in seinem Hauptquartier. Der wartet schon auf uns. Der ehemalige Hänselkind, der Hurensohn genannt wurde. Seine Mutter war nämlich eine Hure. Und der Venon Rosh, ihr wisst ja, der kennt seinen Vater nicht. Und hat deswegen auch so eine große Klappe, weil er eben damals diese Aufmerksamkeit leider nicht bekommen hat.
und kann von Glück reden, dass er im königlichen Dienst arbeitet. Okay, normalerweise können wir uns natürlich auch skillen, aber das mache ich noch nicht, weil ich das ehrlich gesagt noch nicht als wichtig erachte. Und? Hast du ihn erwischt? Der Königsmörder hat Triss gezwungen, sie beide nach Vergen in Edirne zu teleportieren. Verdammt, der verarscht uns. Na schön, wollen mal sehen, wer hier wen dran kriegt. Ich höre, du hast Neuigkeiten für mich? Loredo paktiert mit Kedwin. Der Kaufmann da bei ihm ist Hensels Agent. Unser edler Kommandant hat sich kaufen lassen. Und der Armee von Kedwin Unterstützung im Konfliktfall zugesagt. Und weiter? Ich greife mir diesen Spion und presse ihn aus. Und Loredo ist des Todes. Roche, wir müssen nach Edirne. Nein, ich lauf nicht vorher aus. Vielleicht weiß der Spion was über die Königsmorde. Wird mich nicht wundern, wenn Henselt hinter all dem steckt. Henselt, das ist natürlich eine gute Frage. Aber ich will ja auch gar nicht seine Pläne irgendwie durcheinander bringen. Und deswegen werde ich sagen, dass er recht hat. Also gut. Dann kümmern wir uns um diesen Spion. Hört gut zu. Werd's nicht wiederholen. Es gibt zwei Ziele. Erstens den Spion aus Kedwin, Arnold Mallinger. Ich will ihn lebend. Zweitens Bernard Loredo, Kommandant der Faktorei und Verräter an Temerien. Er hat sein Leben verwirkt. Arnold ist fast nur in der Residenz. Wir müssen dort zuschlagen. Um hineinzukommen, nutzen wir die ungewöhnlichen Talente von Wes und Bernards Gewohnheiten. Bitte nenn ihn nicht beim Vornamen. Ich weiß nicht warum, aber es stört mich. Wie du willst. Loredos Haus. Im ersten Stock sind die Gästequartiere. Geralt konnte sich dort umsehen, regelmäßige Patrouillen. Zweiter Stock, das Quartier der Leibgarde. Die hält sich für die schlechte Elite diesseits der Yaruga. Ist aber auch nur ein Rudel bunt belitzter Schwachköpfe. Dritter Stock, die Höhle des Löwen. Hier hortet Loredo seine gestohlenen Güter. Hier schläft, scheißt und wichst er mit Blick auf eine Elfenstatue. Nur ein paar Personen kommen da rein. Arnold Mallinger, Loredos Mutter, sein Vetter und Huren. Weiß nicht, ob ich den Fummel noch hab. Nach den Rundgängen durch die Faktorei bestellt sich Loredo immer zwei Mädels. Eine wird Wes sein. Das Haus ist eine Festung, aber Loredo hat es vergrößern lassen. Der Hexer kommt durch den Anbau rein. Wes öffnet dort ein Fenster. Dann musst du improvisieren, Geralt. Nutz das Überraschungsmoment. Wes wird dich unterstützen. Senan und Rickard werden euch von dort aus Deckung geben. Wenn's brenzlig wird, treibt ihr die Hunde einfach in Schussweite. Ich bin mit den übrigen im Hof, bereit im Notfall einzugreifen. Ich wiederhole, nur im Notfall. So, das war's. Fragen? Nein? Dann an die Arbeit. Ei, ei, Sir. Hinter Loredos Anwesen. Hinter der Gasse bei Loredos Anwesen. So sei es. Und mit so sei es meine ich jetzt nicht Amen, sondern die Handlung. Habt ihr gesehen? Ab zur Gasse. Und die soll wohl hier sein, ne? Ich glaube, das ist sogar richtig. Deine Karosse wartet in der Allee, oh schmucker Kavalier. Die guten Geister dieses Turms werden über dich wachen. Dankeschön. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich mich für die temerische Armee entschieden habe, für Rivernon Roche. Wegen der Unterstützung. Und da unten rennt, glaube ich, eine Nutte rum. Oder wer soll das sein? Gleich hab ich dich. Gott. Böses Mädchen. Komm her, der Onkel muss dich bestrafen. Du spielst Verstecken, was? Ah, warte nur, bis ich dich finde, meine kleine Lerche. Oh nein. Komm schon her. Erstmal betäuben.
finde Helena. Oh, Backe. Da sind welche, das ist gar nicht gut. Wie wär's, wenn ich einfach mal rübergehe? Komm, ich versuch's. Ach du Scheiße, hier ist es ja richtig rappelvoll. Finde Helena. Oh mein Gott. Verdammte Hacke, das wird schwierig. Vielleicht komme ich hier runter. Komm, ich versuch's mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Weg hinführt. Doch, jetzt weiß ich's. Oh mein Gott, das sind zu viele hier. Ach du Scheiße. Okay, gehen wir dann mal eventuell, wenn wir es können, natürlich hier rüber. Oh mein Gott. Und dann hier rüber. Eventuell hier dann natürlich übers Balkon, wenn es geht. Und dann hier runter. Und das ist wohl die Schlampe, mit der er ja natürlich immer jedes Mal schläft, oder? Du willst wohl zur Neun. Woher weißt du das? Wo ist sie? Der Kommandant hat sie in den Turm mitgenommen. Beeil dich. Was ist passiert? Ist mir sofort aufgefallen, dass sie keine von uns war. Und nicht nur mir. Bevor sie sie wegbrachten, hat sie mir noch was von Fenster und Anbau zugezischt. Also habe ich gewartet, bis das Schwein mal pissen musste und bin zum Anbau. Und da kamst du auch schon über die Mauer. Wie komme ich an Loredo ran? Solange der sich amüsiert, lässt er keinen vor. Aber seine Mutter hat die Schlüssel. Du musst sie ja ganz schön lieben, wenn du so viel riskierst. Aha. Wo steckt diese Mutter? Hockt im Keller und braut Fistech. Ich danke dir. Verschwinde lieber von hier. Über die Mauer und weg. Wenn dich ein großer Typ in Blau anspricht, dann berichte ihm von hier. Sag ihm, sein Plan war noch genialer als schlicht. Ich danke dir auch. Wenn du es in den Turm schaffst, Hexer, dann mach ihn kalt für das, was er uns angetan hat. Lass dir Zeit dabei. Finde Marietta Loredo im Keller des Anwesens. Die Mutter von Loredo. Auch bestimmt so ein Hampelmann. So ein Verräter. Dreckiger Verräter. Allerdings müsste ich jetzt einmal wissen, wie ich hier runterkomme. Eventuell hier ein Schacht. Zack. Und nichts wie runter. Oh mein Gott. Das ist aber ein falscher Weg, wenn ich mich recht entsinne. Denn dieser Weg führt doch... Das ist ein falscher Weg, Entschuldigung. Ach du Scheiße. Ja, ich muss wohl hier rüber, anders geht's wohl nicht. Komm schon. Komm schon, besiegen wir den erstmal. Das Stehlen hat ein Ende. Komm schon. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Fuck, da hinten sind welche. Die haben es, glaube ich, mitbekommen. Kann man jetzt nicht hier rein? Im Keller des Anwesens. Verdammte Hacke. Fass die Männer! Das war nicht so gut. Die haben mich alle, glaube ich, gemerkt. Na gut, dann räumen wir auf. Es geht nicht anders. Kein Sneaky mehr. Komm, du dreckiger Wächter. Ihr blöden Wächter. Autsch. Und du auch noch. Sehr gut. Okay, ich glaube, das war's erstmal fürs Erste. Wir werden versuchen, direkt hier reinzugehen. Zur selben Zeit.
Dieser dreckige Drogendealer. Und die Mutter braut Fistech. Überleg mal, ihr habt eine eigene Mutter. Die Fistech braut, das muss ja richtig krank sein. Sowas Abscheuliches. Ich muss runter, doch die Frage ist wie. Ach du Scheiße. Oh, wer zum Teufel bist du? Was willst du denn? Den Schlüssel zu den oberen Räumen. Ich weiß, du hast ihn. Du suchst nach dem Elfenmädchen. Dann ist deine Mühe für die Katz. Edlinas Prophezeiung. Das Korn ist gesät und es wird bald keimen. Schweig und gib mir den Schlüssel. Ah, der Schlüssel. Der Schlüssel. Ach, wo steckt der nur? Kopfer. Was war das bitte? Du eklige Mannsweibfrau. Mariettas Schlüssel, vielen Dank. Und jetzt geht's nach oben. Mir ist schwindelig. Oh mein Gott. Es gibt erstmal nichts mehr zu transferieren. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, er will sie gleich bumsen. Doch das lassen wir natürlich nicht zu. Die Tür ist schon mal geöffnet. Dem einen können wir schon mal einen Knockout geben, wenn es geht. Ach Mist, brauchen wir gar nicht. Den haben wir jetzt einfach mal übersprungen. Bleib mir vom Hals! Du siehst doch aus wie eine Hure. Benimm dich auch so. Erst knall ich dich. Dann schneide ich dir die Möpse ab. Gut? Schneid deine eigenen Möpse ab, Hurensohn! Ach, es ist so niedlich, wenn Hündinnen kläffen. Ach du Scheiße. Psychopath vom Feinsten. Oh, Backe. Okay. Die Nummer ist durch. Wie killen wir eben schnell hier? Ein Wächter? Und du auch. Der blöden Wachsoldat. Schlaf gut. Ich hoffe, der Penner kriegt davon gar nichts mit, ne? Was tut ihr da mit meiner Freundin? Geht mal lieber bei McDonald's arbeiten. Turmschlüssel, ich hab ihn. Ein paar Orange natürlich mal kurz mitgenommen. Und jetzt ab nach oben. Loredo. Das ist eine Falle! Achtung! Du hast keine Chance! Autsch! Alter Falter! Du fetter Fettsack! Und der ist hartnäckig, aber richtig. Zeig ihm, wie weh du ihm tun kannst. Und das mache ich, liebe Lady. Na, Loredo? Jetzt gib's auf die Nase. Pam. Sieh nach, was sich im Nebenraum befindet. Aber erstmal natürlich sie freilassen. Das ist natürlich das Erste. Mach mich los. Danke, Geralt. Hinter der Tür, ich hab was gehört. Oh Mann, sie war ja wirklich gekleidet wie eine Nutte. Aber ich finde, sie sieht gar nicht aus wie eine Schlampe. Was war denn hier bitte? Da liegt, glaube ich, eine Elfin, oder? Moril. Nehmt mich mit. Ich flehe euch an. Du siehst nicht aus wie eine Hure, Elfin. Ich bin Moril. Welchen Monat haben wir? Nicht jetzt. Kannst du laufen? Ich bleib hier keinen Augenblick länger. Und wenn ich krabbeln muss... Sie schafft es nicht durch den Garten, Geralt. Wir müssen vorne raus. Geh du zuerst, wir sind dicht hinter dir.
Nun, welcher Monat ist gerade? Lammers. Herbst schon? Als sie mich entführt haben, lag noch Schnee. Dann ist der Vater des Kindes. Dieses Kind hat nur eine Mutter. Als ich es merkte, ich wollte mich umbringen. Sag so etwas nicht. Ich bin eine Enseide. Okay, dann würde ich mal sagen, ihr sollt mal am besten hierher kommen. Und ich werde am besten natürlich den Weg hier freiräumen. Ich schaff's nicht. Ich... Himmel, sie hat das Wasser verloren. Geralt, wir müssen umplanen. Aber... Zurück in den Turm. Ein sauberes Bett, warmes Wasser, ein bisschen Zeit. Keine Störung. Hol Hilfe! Scheiße, sie ist schwanger. Eindringling im Turm! Oh Gott. Da unten haben wir auch noch Besuch. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Autsch. Ach du Scheiße. Nix da. Ihr kommt hier nicht vorbei. Da ist eine schwangere Frau oben. Ach du Scheiße. Gut, ich brauche mehr... Ich brauche viel mehr Fläche. Und jetzt kann ich sie natürlich umbringen. Mit behinderten Wachsoldaten. Das Stehlen hat ein Ende. Das Stehlen hat ein Ende. Das glaubst du nur, mein Freund. Nimm das. Und du auch. Du Hallodri, du Schweinepriester. Nimm das. Zu viel Gummibären gegessen, oder? Na, da kommen noch welche. Noch einer, der sterben will? Dein Chef ist tot. Dein Chef ist tot. Aber ich glaube, du weißt noch nichts davon. Richtig krass hier, ne? Draußen geht, glaube ich, auch die Schlacht ab hier. Ich will gar nicht wissen, wie hier die Post abgeht. Das ist unglaublich. Und bevor wir hier natürlich hier weiterspielen, mache ich hier gleich eine Schnittszene. Wir sehen uns bei einem nächsten Part von Let's Play The Witcher 2.